Niemals. Ich kann auf Kommando 50 Liegestütz machen, ja. Mein Lieblingsgetränk. Eieiei, jetzt haust du aber einen raus. Stilles Wasser. Ganz schlechte Idee, eins mit viel Sprudel zu nehmen. Dann ist der erste Ton ein Rülpser. Ist auch eine individuelle Ansprache des Publikums. Und ganz schlecht sind Nüsse, die bleiben gerne mal stecken. Und so gern ich Banane esse, aber das wird dann doch so schleimig und das setzt sich irgendwie, habe ich mal gehört, auf die Stimmbänder. Also, nicht machen. Es geht gar nicht, auf die Bühne zu gehen und in dem Moment das Mikro anzumachen und dann zu testen, ob man drauf ist. Oder was auch gar nicht geht, um für Ruhe zu sorgen, so ein Psst. Sogar eher vor kleinem Publikum, weil es intimer ist, man ist irgendwie angreifbarer, weil es so nah ist und weil ich natürlich die Blicke sehe. Also wenn jemand dann nicht zufrieden ist mit was Gesagtem, dann wird das direkt deutlich. Also da ist es echt einfacher vor einem großen Publikum. Mein peinlichstes Erlebnis auf der Bühne. Verdammt, ich muss echt überlegen. Ganz schön peinlich, ne? Dass mir jetzt nicht direkt was einfällt. Auf der anderen Seite, also ich hatte mal den Moment, dass ich auf die Bühne gegangen bin und mir echt nicht sicher war, ob ich den Hosenstall zu hatte. Das heißt, die Moderation in dem Moment war sehr spannend, weil ich mich doch besonders angeguckt fühlte. Es war natürlich nicht so, aber dieser Gedanke...